Hallo Leute und willkommen zurück oder willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar, ihr seht es schon, Lego, der Herr der Ringe. Leiser stellen. So. Kleiner Disclaimer aus dem Cut hier an dieser Stelle. Hätte ich nicht tun sollen. Das Sound Balancing in diesem Spiel ist für Aufnahmen echt nicht gut geeignet. In-game hat es genau die richtige Lautstärke. In Zwischensequenzen, auch wann immer gesprochen wird, ist das Spiel viel, viel, viel zu leise. Ich werde versuchen, ob ich das irgendwie besser hinkriege vom Balancing her. In OBS, weil sonst wird dieses Projekt nicht so häufig kommen können. Zumindest die Storyparts, weil ich dann in den Storyparts, wann immer irgendwas erzählt wird, im Cut die Voice-Sequenzen lauter stellen muss. Und nur die Voice-Sequenzen, die Musik und so weiter. Ist von Lautstärke her auch nicht so schlecht. Also es wird ein bisschen tricky, das da richtig hinzupegeln. Aber ja, ich werde das jetzt für die ersten zwei Parts machen und dann schauen wir mal weiter. Ja, und jetzt viel Spaß und weiter mit dem Video. Neues Spiel. Spielstand 2. Ja. Ich weiß noch nicht, ob wir das zu 100% spielen. Alle Lego-Spiele nach Lego Star Wars 3 wurden mir von dem 100% her ein bisschen zu unnötig viel. Nur das. Alles begann mit dem Schmieden der großen Ringe. Drei wurden den Elben gegeben, unsterblich und die weisesten und reinsten aller Lebewesen. Sieben den Zwergenherrschern, großen Bergleuten und geschickten Handwerkern in ihren Hallen aus Stein. Und neun Ringe wurden den Menschen geschenkt, die vor allem anderen nach Macht streben. Denn diese Ringe bargen die Stärke und den Willen, jedes Volk zu leiten. Doch sie wurden alle betrogen. Denn es wurde noch ein Ring gefertigt. Im Lande Mordor, im Feuer des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Ein Ring, sie zu knechten. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis von Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Da wollte ich mich gerade drüber beschweren. Erstmal zu Elrond wechseln hier, dass wir hier kein Untertitel haben. Ja. Ich glaube, das ist das erste Lego-Spiel, was wir hier. Oh mein Gott, das ist viel zu laut nach wie vor. Untertitel an. Ich wollte mich gerade beschweren, dass die Untertitel fehlen, denn es waren sie nur teilweise da irgendwas. Also ja, willkommen zu Lego Herr der Ringe. Ich hätte lieber die 3DS-Version gespielt, ganz ehrlich. Weil die sieht einfach besser, also sieht nicht besser aus, aber sie ist einfach besser. Es ist so traurig. Ja, aber die ist besser.
Gameplay-technisch. Sie ist besonders in zwei Dingen unterschiedlich und können wir im Laufe des Spiels auch noch vorstellen, denke ich. Das Spiel war das erste Lego-Spiel mit Synchronstimmen. Zack. Genau, da kommen wir schon zum ersten Punkt. In diesem Spiel braucht man einfach Charakter, der ein bestimmtes Schwert hat und man kann diese Objekte zerstören. Bei der 3DS-Version verleiht einem das. Das ist übrigens nicht die Originalstimme von Galadriel. Doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Ja, und hier kann man speichern. War auch das erste Lego-Spiel, was Speicherstatuen unterstützt hat. Innerhalb der Level. Ich denke, wir brauchen hier für Elendil wieder mal. Da muss man halt X gedrückt halten, kann Superangriff aufladen. Und weißt du, können wir eigentlich schon sagen, das Gameplay mit dem einen Ring ist besser. Das ist in der 3DS-Version bereits so, wie es auch in der Hobbit ist. Und ja, und die Level sind auch viel mehr. Ich weiß, sie erinnern viel mehr an den Lego-Spielen, viel weniger ein als. So, es ist. Ich weiß, ich finde die Level einfach besser. Das liegt auch vielleicht daran, weil ich die Version zuerst gespielt habe. Obwohl das bei Lego Star Wars 3 The Clone Wars nicht der Fall war, also. Und das war der Sound von der sterbenden Gamorreaner-Waffe gerade. Ja. Ist auch das erste Lego-Spiel mit einer Open World. Oder, naja, Open World ist ein bisschen. Ja, und diese komischen Schmetterangriffe gibt es auch nicht in der 3DS-Version. Und dort gibt es auch viel weniger Sidequest-Schnickschnack, der halt einfach blödsinnig ist. Und es geschah in jenem Moment, Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Mittelerdes war besiegt. Der Ring ging an Isildur,
der nun die Gelegenheit hatte, das Böse für immer zu vernichten. Isildur, schnell! Folge mir! Ich muss sagen, dass sie hier nicht die Originalsprecher findet, haben mich dann schon ziemlich stark die Illusion. Ich meine, es gab ja auch ein paar interessante Neuerungen, so ist nicht. In dem Spiel, die es in der 3DS-Version nicht gibt, aber. Sagen wir mal so. Das erinnert mich einfach alles zu sehr an unnötigen Sidequests, um dem Spiel unnötig mehr Content zu geben. So, weißt du, weil seit diesem Spiel, also seit diesem Lego-Spiel, das ist fast zeitgleich mit Lego Star Wars 3 The Clone Wars erschienen. Und in Lego Star Wars 3 war das Sidequest außerhalb der Level, das ging noch einigermaßen. Aber auch hier ist es schon wieder vollkommen ad absurdum geführt worden. Und ja. Daher denke ich nicht, dass wir das auf 100% machen werden, sondern nur klassische 100%. Heißt also, alle Level auf 100%, alle roten Steine sammeln und so ein Zeugs. Und Minikits und so. Halt all das, was man auch früher in klassischen Lego-Spielen gemacht hat. Auch bitte nicht nach hinten, Leute. Ich brauche das ja alles nicht mehr. Ich habe das Spiel schon mal gespielt und auch andere Lego-Spiele schon mal gespielt. Ja, ich bin schon ein bisschen erledigt. War bisher ein recht anstrengender Tag, deswegen wird dieser erste Part nicht wie sonst immer länger gehen als sonst. Ich habe es jetzt auch schon 2-3 Tage für mich hergeschoben, den Part hier aufzunehmen. Ja. Das Spiel ist schon ein bisschen älter. Ist auch meines Wissens nach inzwischen nicht mehr erhältlich sogar, genauso wie der Hobbit nicht mehr erhältlich ist. Als Lego-Spieler, weil die Lizenzen abgelaufen sind. Was sagen wir mal ganz ehrlich, nervig ist. Ja, stirbt auch mal Statue. Ja, ich zerstöre wieder alles rein, dieses Level. Das Level kann man schon. Kann man schon. Danke. Genau, wahre Abenteurer bekommen. Ja. Ohne irgendwelche Multiplikatoren oder freies Spiel oder sowas. Ja, wir müssen ja jetzt nicht zum Ende sammeln. Genau. Wirf ihn ins Feuer! Vernichte ihn! Nein. Isildur! Doch die Herzen der Menschen sind leicht zu verführen. Und der Ring der Macht besitzt einen eigenen Willen. Er verriet Isildur und brachte ihm den Tod.
Und was nicht in Vergessenheit hätte geraten dürfen, ging verloren. Und 2500 Jahre lang wusste niemand mehr um den Ring. Bis... Der Ring geriet dem Geschöpf Gollum in die Hände, der ihn tief hinein in das Nebelgebirge trug. 500 Jahre lang vergiftete er dessen Verstand. Doch dann geschah etwas, was der Ring nicht beabsichtigt hatte. Er wurde von dem unwahrscheinlichsten Geschöpf gefunden, das man sich vorstellen kann. Was ist das? Von einem Hobbit. Bilbo Beutlin aus dem Auenland. Ein Ring. Ja. Wie ihr bereits gemerkt habt, viele Originalspeise nicht mehr dabei, aus Gründen, die, ja. Sollte es welche geben, so sind sie mir nicht bekannt. Also die logisch sind. Weil man hätte ja einfach nur die bereits eingesprochenen Szenen aus dem Film nehmen müssen. Die existierenden Sounddateien und sie ins Spiel übertragen. Man hätte den Ton ja beibehalten können. Es hätte ja vollkommen gereicht. Nur neue visuelle Abschnitte dafür zu basteln. Man hätte keine neuen Soundfiles basteln müssen, hat man trotzdem gemacht, aus Gründen. Dann hast du also vor, deinen Plan durchzuführen? Ja, ja, alles ist bereit. Sämtliche Vorkehrungen sind getroffen. Ich bin alt, Gandalf. Ich brauche Ferien. Du wirst ein Auge auf Frodo haben, ja? Zwei Augen, so oft ich sie entbehren kann. Ich hinterlasse ihm natürlich alles. Was ist mit deinem Ring? Bleibt er auch hier? Du hast recht, Gandalf. Der Ring muss an Frodo gehen. Bilbo? Hm? Du hast ja den Ring immer noch in der Tasche. Ja. Leb wohl, Gandalf. Leb wohl, lieber Bilbo. Die Straße gleitet fort, weg von der Tür. Bis zu unserem nächsten Treffen. Bilbo! Gandalf? Er ist weg, nicht wahr? Er hat sich zu den Elben aufgemacht. Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Dies ist der eine Ring, geschmiedet vom dunklen Herrscher Sauron. Sauron braucht nur diesen Ring, um alles in eine zweite Finsternis zu hüllen. Frodo, er darf ihn niemals finden. Duck dich! Bei meinem Bart, Samwise Gamgee, hast du etwa gehorcht? Ich gehorche immer aufs Wort, ehrlich. Oh. Wo soll ich hin? Geh nach Bree. Ich werde dort auf dich warten, im Gasthaus zum tänzelnden Pony. Ah. Ich muss zum Obersten meines Ordens. Er weiß Rat. Halt ihn geheim. Bewahr ihn gut. Ja.
Willkommen in Hobbiton. Ziel ist es normalerweise immer genau eins von den Leveln durchzuspielen. Und ja. Boah, das Video wird so wegen der Musik richtig gesperrt werden, ey. Ach, die Musik ist so gut. Ja. Also das Spiel ist natürlich... Das Spiel der Hobbit ist viel besser auch. Aber es ist halt einfach unvollständig. Es fehlt einfach ein ganzer Film. Und ganz im Ernst, bitte. Macht's wie bei Star Wars, bringt irgendwann eine Collection mit beiden Spielen raus. Wo dann beide grafisch und technisch auf den gleichen Stand gebracht werden. Die Level ein bisschen bearbeitet werden. Weil ja, dadurch, dass die Features ein bisschen anders waren im 3DS-Teil, waren natürlich auch die Level anders und konntest viel bessere Rätsel einbauen. Etwas, das sie, als sie den Hobbit gemacht haben, wohl auch realisiert haben, weswegen sie die Methode aus dem 3DS übernommen haben. Ja. Noch eine Sache zu den Sprechern. Ja, es sind in vielen, vielen Teilen nicht die Originalsprecher. Sie sind trotzdem gut. Keine Frage, aber hat nicht die Originalsprecher. Pass auf, die können nicht schwimmen. Aus Gründen. Genau. Ja, das erste Lego-Spiel auf dem Kanal. Ich werde natürlich auch Skywalker Saga natürlich spielen. Vielleicht auch, wie wir das bei Xenoblade gemacht haben, am Release eventuell ein, zwei Mal streamen vom Anfang des Spiels her. So. Wenn ich es spiele. Und ja. Genau. Jetzt geht es da natürlich direkt weiter mit dem nächsten Level. Das sollen wir ja nicht mehr machen, weil es... Mir geht es einfach nicht so gut heute, aber ich wollte jetzt den ersten Part endlich aufnehmen. Doch, dass ihr das Spiel in voller Schönheit genießen könnt. Ja, und meine Reserve-Parts von Assassin's Creed 4 neigen sich dem Ende zu. Dann habe ich einfach nur einen Part, den letzten. Der kommt heute. Danach kommt das Video hier schon. Ja. Ich würde sagen, wir gehen da schon mal hin, hauen nebenbei noch alles kurz und klein hier. Mit Frodo. Schatzgepäck. Das ist das Neue, was ich gemeint habe. Das ist eine Neuerung. Schatzgepäck gab es, glaube ich, nur in den... Lego-Teilen aus Mittelerde. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe bis auf die Mittelerde-Lego-Teile und die Star Wars-Lego-Teile nur Lego Marvel Super Heroes gespielt. Und das war's. Ja. Da ist Sam gerade rumgebackt, das ist auch toll. So, ja, aber da kriegt man gleich wieder Lust, die Filme zu gucken. Aber ja. Mit unserer wunderschönen Musik genommen, das ist übrigens die maximale Grafikeinstellung, die ich hier habe bei dem Spiel. Ja, also. Uff. Ja. Weil wenn das Spiel ein bisschen komisch läuft, wundert euch nicht. Das ist so.
Das Spiel läuft ein bisschen komisch. Hier sind Kartenstatuen. Damit schaltet man auch Schnellreisen frei, wenn ich mich nicht irre. Genau, Hobbingen. Der Schwarze Reiter ist die nächste Mission, genau. Und das sind Quests. Das ist Beutels End. Das ist der Charaktereditor, wenn ich mich nicht irre. Ah. Oh, das Schwein. Oh, das Schwein ist, glaube ich, ein Running Gag in Lego. Lego Fluch der Karibik habe ich ja auch noch gespielt. Die Wii-Variante. Spielen wir auch noch irgendwann. Genau, das sind alles Sidequests, die es gibt, deswegen ich habe keine Lust darauf. Es ist viel zu viel unnötiges Zeug, wie ich bereits erwähnt hatte. Ja. Genau, wir erkunden noch mal kurz Hobbingen so ein bisschen hier. Ist natürlich ein bisschen kleiner und zugeklatschter als in Wirklichkeit, also zum Film. Und auch in Wirklichkeit. Das ist doch Battle's End, oder nicht? Ja. Wir können nicht nach Battle's End rein. Ja. Hobbingen gibt es tatsächlich in Wirklichkeit, wo wir gerade noch was haben. Guck mal, was zum Buddeln. Zack. Ein Mithril-Stein gesammelt. Das sind, die ersetzen die goldenen Steine. Ja. Ja, ich denke, der Part geht lang genug. Wir haben Hobbing lang genug erkannt, haben die Musik genossen. Und damit würde ich dann sagen, das war es erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss. Ich habe mich gemutet. Also entmutet, ich habe die Entmute-Taste gedrückt. Tschüss.